Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir schauen uns heute zusammen das Dreiecksprisma an. Ich habe hier mal eins gezeichnet. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also, hier haben wir ein Dreieck, deswegen Dreiecksprisma. Und wir erkennen eine Grundseite mit 5 cm und die Höhe vom Dreieck 1,5. Der ganze Körper oder das ganze Prisma ist 6 cm lang. Okay, so, wir wollen uns in diesem Video sowohl das Volumen als auch die Oberfläche angucken. Und wir fangen mit dem Volumen an, das ist eigentlich immer ganz einfach. Und das Volumen von jedem Körper funktioniert eigentlich immer mit der gleichen Formel. Also das Volumen in dem Fall von einem Dreiecksprisma ist wie fast immer G mal H. Ganz einfach. Also die Grundfläche mal die Höhe. So. Und beim Dreiecksprisma ist die Grundfläche ein Dreieck. Alles klar. Also, wenn ich die Fläche, das Volumen vom Dreiecksprisma ausrechnen will, dann fange ich an mit G. So, und G von einem Dreieck ist G mal H durch 2. Alles klar. Also, 5 cm mal die Höhe vom Dreieck mal 1,5. 5 cm und das Ganze geteilt durch 2. So, das ist die Grundfläche und das jetzt mal die Höhe und die Höhe in diesem Fall sind 6 cm. Okay, und das ist schon alles. Jetzt vereinfachen wir. Wir wollen es ja schön langsam machen. Also, Volumen vom Dreiecksprisma. So, 5 cm mal 1,5 cm, das sind 7,5. Also 7,5 cm. Und weil ich jetzt Zentimeter mal Zentimeter gerechnet habe, Zentimeter hoch 2, geteilt durch 2, das ergibt sich aus der Formel, mal 6 Zentimeter. So, das Ganze geben wir jetzt einfach in den Taschenrechner ein. So, 7,5 geteilt durch 2 und das mal 6. Und da kommt raus 22,5. Also ist das Volumen vom Dreiecksprisma oder von diesem Dreiecksprisma 22,5 cm. Und jetzt, hier steht schon hoch 2, das dritte kommt dazu, hoch 3. Und das Volumen wird in Kubik angegeben. Und in diesem Fall 22,5 Kubikzentimeter. Wir merken uns die Formel. Die Formel bei fast allen Körpern G mal H. Außer bei den Spitzkörpern, da kommt ein Drittel davor. Erkläre ich euch aber in anderen Videos. So viel zum Volumen. So, jetzt wollen wir gemeinsam von diesem Dreiecksprisma noch die Oberfläche berechnen. Und damit wir das Ganze besser verstehen, habe ich jetzt dieses Prisma von gerade eben einmal aufgeklappt. Und wir sehen jetzt mehrere Flächen. Fangen wir in der Mitte an. Dort habe ich die Fläche 5 mal 6. Dann habe ich die beiden Flügelflächen, ich habe es einfach aufgeklappt, die sind in diesem Beispiel gleich groß. Also 6 mal 3 und 6 mal 3. Und die beiden Dreiecke. Okay, so. Und wenn ich das Ganze jetzt ausrechnen will, dann kann ich das in eine einfache Formel zusammensetzen. Und dann kann ich sagen, die Oberfläche vom, in diesem Fall, Dreiecksprisma ist nichts anderes als 2 mal G, nämlich die Dreiecke, plus den Mantel. Die Formel ist ganz einfach, allerdings müssen wir ein bisschen genauer ran. Okay, so, schreiben wir die Formel nochmal hin. Die Oberfläche vom Dreiecksprisma ist also 2 mal G plus den Mantel. Alles klar. Fangen wir mit der Grundfläche an. Also eine kleine Nebenrechnung. Die Grundfläche war ein Dreieck und das bedeutet G mal H durch 2. Das ist die Flächenformel vom Dreieck. So, blende ich das Dreieck kurz ein, dann erkennen wir die Grundseite vom Dreieck. Das ist 5 cm. Mal die Höhe 1,5 cm geteilt durch 2.
Und jetzt, weil wir zwei Dreiecke haben, das Ganze wieder mal 2. Seht ihr das? Hier oben. Ne? Das heißt also, ich kann, wenn ich die gesamte Grundfläche ausrechnen will, brauche ich einfach nur 5 mal 1,5 rechnen. Aber wir machen es ganz langsam. Also, so, 5 mal 1,5 können wir eigentlich im Kopf. Das sind 7,5. Jetzt geteilt durch 2, das wäre, damit wir ein Dreieck haben. Weil wir aber 2 brauchen, rechnen wir gleich wieder mal 2. Und da kommt raus 7,5. So, jetzt wissen wir also schon, dass beide Grundflächen, also 2 mal g, das wissen wir schon, das sind jetzt 7,5 Quadratzentimeter. Das sind schon mal beide Dreiecke zusammen. So, und jetzt fehlt uns nur noch der Mantel. Und beim Mantel, ich blende es jetzt ein, da ist uns ja aufgefallen, dass wir im Prinzip 3 Flächen haben. 2 davon sind identisch. Also fangen wir an. Das ist 6 cm mal 3 cm. 6 mal 3 sind 18 cm mal Zentimeter sind Quadratzentimeter. Und diese Fläche, die haben wir nicht einmal, die haben wir zweimal. Ich schreibe es also nochmal hin. Das muss man nicht nochmal hinschreiben. Ich will es nur zum Verständnis hinschreiben. So, jetzt haben wir die beiden Flügel. Jetzt fehlt nur noch die Fläche in der Mitte und die hat die Maße oder 6 cm mal 5 cm. Und 6 mal 5 sind 30 cm. Quadratzentimeter. So, und jetzt habe ich alles zusammen. Wenn ich das Ganze jetzt addiere, dann habe ich 18 cm oder Quadratzentimeter plus 18 Quadratzentimeter plus 30 Quadratzentimeter plus die beiden Dreiecke. Und dann sind das 73,5 Quadratzentimeter. Also die Oberfläche vom Dreiecksprisma sind 73,5 Quadratzentimeter. So, wenn ihr Probleme mit solchen Aufgaben habt, dann macht das genauso, wie ich es gemacht habe. Schreibt euch das der Reihe nach auf. In diesem Fall ist das einfach a mal b, weil eben ein Rechteck, und es sind ja nur Rechtecke, die Formel a mal b hat. Auch die könnt ihr euch mit aufschreiben, so wie hier die Formel vom Dreieck. Und macht so viele Zwischenschritte, wie ihr könnt, damit ihr es ganz einfach besser versteht. Lieber ein bisschen zu viel aufschreiben, als ein bisschen zu wenig. So, ihr habt jetzt gesehen, wie das Dreiecksprisma funktioniert und bei anderen Prismen, weil es gibt ja ganz viele Prismen, da funktioniert das anders. Im Zweifel diese Dreiecksprismen einfach aufklappen und Fläche für Fläche berechnen. Okay, das war's.